Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multiplar Garage. Ja, im heutigen Video zeige ich euch nochmal den 300 Euro B-Power. Im letzten Video zu dem Auto haben wir ja das Ding auf Benzin zum Laufen gebracht. Ihr habt das ja hoffentlich alle gesehen. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, das vorherige Video zu diesem Fahrzeug definitiv nochmal anzuschauen. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben einfach nur eine neue Sicherung reingemacht für die Einspritzventile und schon läuft der Wagen auf Benzin. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, lief der Wagen zum letzten Mal 2012 auf Benzin und dementsprechend ist auch der Sprit schon so lange in dem Tank drin. Ja, und das ist nur noch wirklich so die erste richtige Bewegungsfahrt im Straßenverkehr, die ich mit dem Fahrzeug unternehme. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, für das, dass das Ding so lange nicht lief auf Benzin, läuft er doch noch erstaunlich gut. Ja, worum soll es genau gehen? Ich spreche nochmal so an, was denn jetzt so genau die Mängel an dem Fahrzeug sind, was wir noch genau machen müssen, dass das Fahrzeug dann im Endeffekt dann in einem, ja, altersgerechten Zustand ist. Vielleicht sollte ich erstmal noch sagen, was habe ich bereits gemacht? Gestern Abend, bevor hier ein Unwetter rangezogen ist, habe ich noch die Embleme wieder dran gemacht, die waren vorne im Handschuhfach drin. Einmal B-Power und einmal das Fiat-Logo, hier unten ist ein bisschen der Kleber ausgerutscht, wie man sehen kann. Das Multipla-Logo fehlt leider. Ja, dann habe ich tatsächlich mal so ein bisschen den Innenraum überprüft, kann man sagen. Natürlich ist er noch sehr dreckig, das muss alles sauber gemacht werden. Ich hätte die Sitze jetzt zum ersten Mal hochgeklappt, weil der Kofferraum vollgeladen war. Ja, also man kann sagen, die hinteren Sitze sind eigentlich im sehr guten Zustand. Hier ist nichts abge... Naja, gut, das ist halt immerhin, ne? Aber ich meine, die Sitze jetzt, zumindest die Polster, die sind nicht abgesessen. Hier ist auch nur wieder sehr viel Dreck. Der Sitz sollte wohl laut meinem Beifahrer auch irgendwie schräg sein. Ich weiß es nicht. Guter Fahrersitz, da schauen wir uns gleich von vorne nochmal an. Der muss definitiv neu. Da habe ich auch schon zum Glück einen gebrauchten aus dem alten Blue Power noch rumliegen. Da hatte ich auch mal damals ein Video zu gemacht, wie ich den ausgebaut habe. Und siehe da, es wird nun endlich mal Not tun. Ja, vorne auch sehr staubig halt alles, ne? Man sieht ja noch so ein paar Teile, der Innenspiegel ist abgefallen, irgendwie noch so ein Teil von Fensterhebern, Motorhaubendämpfer. Ne, hier sieht man den Sitz, der ist auch optisch nicht mehr ganz so schön und ist auch irgendwie, wenn ich hier mal so ein bisschen dran wackel, so ein bisschen locker, obwohl die Schrauben eigentlich alle fest sind. Ja, ich sehe gerade, hier ist die Fußmatte von der Fahrerseite. Verstehe ich nicht, was die hier macht. Darunter ist ja auch noch eine andere. Die werde ich gleich definitiv da drüben mal reinpacken, wenn ich schon dabei bin. Ja, was haben wir hier unten noch? So einen anderen Zigarettenanzünder, Radbolzen, aber irgendwie nicht von den, also nicht von dem Reifensatz hier. Hier unten wurde so ein Ding für USB reingemacht. Ist auch gut so, weil das braucht man eigentlich sonst eh nicht. Sonst hat man ja noch da drin den. Ein Kenwood-Radio haben wir hier auch drin. Es ist alles sehr eingestaubt, wie ihr seht. Auch das hier, es klebt schon nicht mehr, weil es halt einfach schon so viel Staub angenommen hat. Dem Fahrzeug bin ich definitiv eine Innenraumreinigung schuldig, also eine komplette Aufbereitung. Ihr seht das Lenkrad hier auch, das ist schon sehr abgegriffen. Kilometerstand laut Tacho sind, glaube ich, gut, jetzt sieht man es nicht, 225.000 meine ich. Da soll man einen Austauschmotor bekommen haben, weiß ich jetzt nicht, weiß, wie viel der runter hatte. Ich meinte wohl irgendwie auch an die 130.000 Kilometer. Gut, die Tür war wohl schon länger nicht auf. Ich habe hier tatsächlich Motoröl drin, weil er doch ein bisschen was verbraucht. Ich habe jetzt noch nicht richtig festgestellt, wie viel auf 1000, weil so lange bin ich jetzt auch noch nicht damit gefahren. Hier haben wir noch so ein Klimm-Air und so ein Winterweiser für die Beifahrerseite. Ich habe gemacht, weil es nichts bringt auf der Beifahrerseite. Ja, hier seht ihr jetzt gerade den Fernscheinwerfer für die Beifahrerseite. Warum? Weil ihr seht, hier drin ist der Reflektor schon komplett, ja, was kann man sagen, hat sich aufgelöst, ich weiß es nicht, ausgeblichen auch nicht. Auf jeden Fall ist dieses Silberne halt da drin abgegangen und hier an der Seite ist wohl mal ein Stein reingeballert. Das sind so vielleicht TÜV-relevante Sachen, wie zum Beispiel auch, dass die Reifen bis hier an die Seite abgefahren sind. Auf der anderen Seite noch schlimmer. Die Reifendrücke waren komplett jenseits von Gut und Böse, habe ich gestern nochmal festgestellt. Bevor ich mich dann doch auf die Heimfahrt gemacht habe, habe ich dann nochmal geguckt. Vorne hatten wir, auf dem waren es glaube ich 2,2. Hinten waren es 2,9, andere Seite waren 3,5 und vorne links waren es 1,1. Das heißt, jetzt haben wir überall 2,4 drauf. Und damit läuft er auch schon mal deutlich besser. Er fährt sogar fast geradeaus. Kotflügel habe ich in der Halle liegen. Extrem knapp hier, dass nicht die Motorhaube mit eingedellt wurde. Ihr seht sogar, sind sogar Lackabplatzer. Aber es ist keine Beschädigung in der Motorhaube an sich.
Da hat man aber extrem Glück gehabt, würde ich mal sagen. Was mich auch so ein bisschen wundert, hier ist er wohl definitiv verzinkt, ne, weil hier rostet es nicht am Kotflügel. Weil ich mal nur dachte, es wäre nur die Karosserie, die hier geschützt ist. Und hier auf der Seite rostet der Kotflügel aber. Das kann ich mir nicht so tief erklären. JTD kommt auch noch ab. Das wird doch wohl mal heißen, dass der Kotflügel auf der Fahrerseite irgendwann schon mal neu gekommen ist. Das andere da drüben war tatsächlich im Winter ein Schild. Habe ich vom Vorbesitzer erfahren. Vorne ist auch irgendwie die Stoßstange unten gebrochen, sehe ich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal ein Fuchs war oder ein anderes Wildtier. Ich würde stark davon ausgehen. Wobei ich jetzt vom Kühler. Ja, doch, guck mal, da ist auch die Stoßstange in den Kühler reingeknallt. Das heißt, keine Ahnung richtig, was das war. Es könnte eigentlich alles gewesen sein. Alles, was halt die Stoßstange irgendwie reindrücken könnte. Ich muss natürlich immer noch so differenzieren, was noch wichtig für den TÜV ist. Dann kann man auch mal so ein bisschen auf die Bremsen gucken. Ne? Die sind leider auch irgendwie, na gut, es stand halt sehr lange. Ne? Da kann man das jetzt nicht so richtig sagen. Vielleicht erst, wenn er gefahren ist. Auf dieser Seite sieht man nochmal den Reifen, wie weit der runter ist. Ich überlege, ob ich jetzt, ja nee, vom TÜV mache ich da keine neuen drauf. Ja, des Weiteren müssen natürlich noch die klassischen Sticker auf das Fahrzeug. Die fehlen natürlich komplett, keine Ahnung warum. Ich glaube, das lag einfach daran, weil mir hier diese Ecken noch zu dreckig waren. Die wollte ich vorher nochmal irgendwie richtig sauber machen. Ich glaube, der Wagen wurde nämlich mal hier hinten auch lackiert irgendwie. Das kann sein, dass hier so ein bisschen Sprühnebel drauf gekommen ist. Das wollte ich alles vorher nochmal sauber machen. Genau wie auch hier drüben. Hier sieht man noch irgendwie so eine komische Ablagerung. Die gehen aber ab, habe ich schon festgestellt. Man die mit Feuchtigkeit behandelt. Ich hatte da mit dem Lappen mal bearbeitet. Das geht auf jeden Fall ab. Weil hier seht ihr mal, das Ding stand wohl irgendwie mal unter einem Baum oder irgendwo anders, wo halt mal Grünspan angesetzt hat. Die Türgriffe sind ja auch bei allen immer ab, aber hier sind die sogar noch relativ in Ordnung. Relativ in Ordnung heißt bei mir immer, dass sie noch dran sind. Ne? Hier zum Beispiel sind sie ab. Und ich glaube, das müsst ihr mir auch mal sagen, ob es Not tut, die Stoßstangen schwärzen wieder. Weil ich bin eigentlich der Meinung, hier geht das noch und das sieht sogar noch ganz okay aus. Ihr fragt euch jetzt vielleicht noch so zum Abschluss, ja, wie fährt er denn jetzt? Ne? Nachdem ich jetzt zum ersten Mal die 100 Kilometer zurückgelegt habe auf Benzin. Ja, er fährt, ja, eher schlecht als recht, kann man jetzt auch nicht sagen. Kalt läuft er so gut wie gar nicht. Also der geht eigentlich immer wieder aus. Also nicht wirklich aus, aber halt er fängt sich schlecht. Ne? Wenn man jetzt vom Gas geht, er nimmt auch ganz schlecht an Gas an. Das heißt, wenn man ihn so 30, 40 Sekunden laufen lässt, ohne irgendwelche Sachen zu machen, einfach aussteigen und keine Ahnung noch was trinken gehen und dann läuft der Wagen auch. Kann natürlich auch sein, dass einfach jetzt nur die Einspritzdüsen durch diese lange Zeit, wo er eben nicht auf Benzin lief, total verklebt sind und jetzt auch gar nicht richtig einspritzen in dem Sinne, dass er halt gar nicht richtig zünden kann, weil halt einfach das Gemisch nicht passt, dass er vielleicht in einem Zylinder nicht die richtige Spritmenge bekommt oder auch in mehreren Zylindern oder die gehen auch gar nicht richtig mehr zu, dass er quasi immer einspritzt. Das wird sich halt im Endeffekt nur durch längere Fahrten jetzt verbessern können. Was mich auf jeden Fall positiv stimmt für den TÜV, ist jetzt gar nicht mal so viel zu machen. Also Motorträger ist durchgerostet, das haben wir ja alle schon gesehen und definitiv vorne links die Feder. Aber ansonsten höre ich nichts klappern, er fährt sogar fast geradeaus. Vielleicht, wie gesagt, wenn die Feder neu ist, wird er auch ganz geradeaus fahren. Die Reifen sind nicht einseitig abgefahren, wenn sie nicht mit so komischen Drücken gefahren worden wären. Hinterachse ist sogar relativ gut. Also jetzt von dem Sturzwinkel der Räder, wie man es ja immer kennt. Aber hat ja auch an sich nichts mit der Achse zu tun, sondern halt nur mit diesen Bolzen, mit den Lagerungen. Vielleicht hört es sich noch so an, wie es ihr vielleicht auch schon in dem letzten Video gehört habt. An dem Flexrohr könnte es nochmal scheitern, aber ich glaube, vielleicht wird es auch mal der Endschalldämpfer sein. Wer weiß, wer weiß. Es hört sich halt irgendwie nach einem lauten Auspuff an, kann man sagen. Ihr seht, Antenne ist abgeknickt. Das war die Waschanlage, weil ich zu blöd war, sie abzumachen. Ich habe es erst zu spät gesehen. Daran ist es gescheitert. Für mich heißt es jetzt auf jeden Fall erstmal fahren, fahren, fahren. Ich sorge immer dafür, dass er jetzt gut gewartet ist. Beziehungsweise Zahnriemen. Letzter Aufkleber bei 110.000. Man weiß es halt nicht mit dem Austauschmotor, wie das halt aussieht. Ja, Zahnriemen reißen ja gerne weg. Ich habe ihn angeguckt, so ein bisschen porös ist er schon, aber ich denke mal, 3, 4, 5.000 Kilometer hält er auf jeden Fall noch. Und dann, wenn er TÜV hat und auf jeden Fall auch läuft, dann kann man sagen, machen wir auch nochmal einen neuen Zahnriemen da drauf.
Und ja, was es mit der Gasanlage zu tun hat, kann ich euch mittlerweile auch schon sagen. Ich bin mir zwar jetzt nicht zu 1000% sicher, aber ich hatte festgestellt, sobald die Zündung an ist, starker Gasgeruch im Motorraum. Das wird wahrscheinlich dieser Druckminderer sein, der hier oben sitzt, neben dem Benzinfilter. Wir haben jetzt die Gasflaschen einfach alle zugedreht, dass er halt nur auf Benzin läuft. Und damit ist auch kein Druck an diesem Druckminderer und somit auch kein Gasgeruch. Dann wünsche ich euch erstmal wieder eine schöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder mit einem weiteren Multiply-Video. Und tschüss!